Hallo, mein Name ist Dominik von training-smart.de und in diesem Video möchte ich euch einen Ausblick geben über den Wasserstoffmarkt und was ich so für den Rest des Jahres erwarte. Aber zuerst noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt, keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, wir sind jetzt hier im Chart von Ballard Power Systems und im Prinzip, wenn man sich die Charts von Wasserstoffaktien anschaut, dann erkennt man eigentlich immer das, ja, mehr oder weniger das gleiche Muster. Wir hatten hier bis Anfang 2021 ja hier diesen Aufwärtstrend. Dann haben wir die lange Konsolidierungsphase. Ich bin jetzt hier im Tageschart, um das mal ein bisschen besser einzuordnen. Gehen wir mal in den Monatschart und ihr seht hier, wir kommen hier aus einer sehr, sehr langen Rallye. Und das, was wir aktuell sehen, könnte man als Bärenmarkt bezeichnen hier. Wir haben ja doch einige nicht ganz so kleine Kursverluste erlebt. In der Spitze waren es 70%. Das ist durchaus ein Bärenmarkt. Aber im Big Picture gesehen, und das Big Picture bezieht sich immer auf sehr, sehr viele Jahre. Ihr seht es hier, das ist der Monatschart. Und im Monatschart sieht es eigentlich sehr, sehr bullisch aus. Wir hatten hier diese Aufwärtsbewegung. Und die war wirklich sehr, sehr steil. Ihr seht es hier allein schon in den prozentualen Änderungen. Wir sind hier von 3 Dollar auf knapp 40, ja doch 40 Dollar gestiegen innerhalb von einem Jahr, 2 Jahren. Das ist schon sehr, sehr sportlich. Und da ist es auch nur durchaus verständlich, dass hier man kurz mal korrigieren muss. So, und diese Korrektur ist eben dieser Bärenmarkt, wenn wir ins kleine Picture schauen. Und langfristig gesehen denke ich, dass wir für Ende 2021 doch nochmal einen Sprung nach oben sehen dürften. Und das hat einen Grund, nicht nur weil die Bundestagswahl ist hier in Deutschland und wir da einen Ruck in Richtung Klimapolitik sehen könnten, sondern es findet auch die UN-Klimakonferenz 2021 statt. Und in dieser Klimakonferenz kann durchaus auch wieder Wasserstoff ein großes Thema sein. Ist auch generell ein Bestandteil der Energiewende, der Klimawende hin zu einer CO2-freien Industrie. Und das ist einer der Schlüsselpunkte für die, ja, um das Klima zu retten quasi. Und da könnt ihr euch den November, die ersten 2 Novemberwochen hier in den Kalender eintragen. Da findet diese Klimakonferenz statt. Und was ich so jetzt erwarte, für diesen Zeitraum, wir haben ja jetzt hier, wenn man mal die letzten Wochen und Monate betrachten, haben wir ja hier so eine quasi aus dem Bärenmarkt eine Seitwärtskorrektur. Wir sind hier quasi, sind wir ausgelaufen. Das ist wie eine Kugel, die an Schwung verliert und quasi sich vorbereitet, um dann wieder nach oben zu steigen. Und wenn man sich das hier so betrachtet, rein charttechnisch gesehen, dann sehen wir hier so ein bisschen hier ein absteigendes Dreieck, was normalerweise bärisch ist, aber es muss nicht immer bärisch sein, das ist nur in 2/3 der Fällen. Sprich, ein Bruch nach oben wäre durchaus wäre bullisch und wir würden dann wieder in Richtung 20, 30 Dollar gehen. Und wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, hier rein charttechnisch gesehen, dann wird diese Range immer kleiner und kommt langsam in den Bereich, wo es zum Ausbruch kommen könnte. Und das ist eben genau Anfang November. Und deswegen ist dieser Zeitraum, sagen wir mal, die letzte Oktoberwoche, da kann es dann schon anfangen. Also wenn wir dann hier sowas sehen, und dann quasi sehen wir dann hier Anfang November den Ausbruch, weil es eben wieder dieses mediale Interesse gibt in Wasserstoff. Da muss auch nichts Fundamentales dahinter stehen erstmal. Es reicht dieses mediale Interesse, dass die Leute, ich sag mal, die Kleinanleger, man sagt auch unfairerweise das Dumb Money oder ja, dass eben die breite Masse hier wieder auf diesen Zug aufspringt, eben mit diesem Gedanken, oh, Wasserstoff könnte wieder eine ganz große Nummer werden. Dieser Hype alleine reicht auch schon oft aus, um halt eben wieder 100, 200, 300% in Aktien zu sehen. Vielleicht nicht von dem Level aus 300%. Aber wenn es wirklich gut läuft, kann man hier bei Ballard Power und generell bei allen Wasserstoffaktien mal die letzten Hochs wiedersehen. So, ja, Ballard Power seht ihr hier. Dieses Dreieck könnt ihr euch in den Chart auch einzeichnen, dann habt ihr das immer dabei. Link zu TradingView findet ihr unten in der Beschreibung. Und dann schauen wir auch gleich mal auf die anderen Aktien. Ich gehe da jetzt relativ schnell durch, weil wie gesagt, das Chartmuster ist mehr oder weniger überall
das Gleiche. Wir zeichnen auch hier bei PowerCell dieses aufsteigende Dreieck und ja, das Muster ist genau gleich. Es wird immer enger hier im Bereich November. Kann sein, dass die eine oder andere Aktie dann besser und schlechter performt, den Ausbruch früher oder später hat. Das muss man dann individuell sehen, wenn es soweit ist. Es ist nie so, dass alle Aktien gleichzeitig die Rakete zünden, weil das Geld verlagert sich auch immer von der einen Aktie in die nächste. Die eine ist gut gelaufen, ist heiß gelaufen, dann verschiebt sich das Kapital, geht in die nächste und die nächste Rakete steigt zum Mond. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und ja, im Prinzip für PowerCell genau das Gleiche. Ich bin aktuell nicht so auf dem, ja, up-to-date, was die Fundamentals angeht. Ich habe ab und zu mal, kriege ich mal was mit. Ich weiß zum Beispiel, dass Plug Power ziemlich interessante News hat. Plug Power sieht also hier ein bisschen anders aus vom Chartbild, wenn man es so vergleicht mit Ballard Power. Hier könnte man eher sogar sagen, das ist sogar ein Stückchen voraus. Das, was mich dazu verleiten lässt, dass Plug Power quasi die in diese nächste Rallye leiten wird oder als eine der ersten Aktien nach oben steigen wird, eben weil wir nicht noch eben hier noch in dieser Abwärtsphase sind, sondern wir sind eben schon hier in einer waagrechten Konsolidierungsphase oder Seitwärtsphase. Und wenn man hier mal sich so diese Marktzyklen anschaut, es gibt genügend Grafiken, wenn ihr mal Bubble Pop Cycle eingibt in Google, dann findet ihr da durchaus Bilder, die genauso aussehen. Und diese Seitwärtsphasen sind eben diese Akkumulationsphasen, quasi da, wo wieder Aktien gehortet werden für den nächsten Bullrun. So, und eben deswegen glaube ich, dass Plug Power hier ein bisschen weiter ist, weil wir eben mehr in dieser Seitwärtsformation sind und nicht so wie bei, ja, bei Ballard Power oder auch bei PowerCell noch in dieser Abwärtsbewegung hier, sondern wir sind eben schon ein Stückchen weiter. Und deswegen glaube ich auch hier, dass Plug Power durchaus jetzt schon nach oben steigen könnte jetzt vielleicht schon auch im Oktober quasi jetzt einer der ersten Aktien. Fundamental ist, wie gesagt, mein Favorit. Ich bin auch selber investiert. Das muss ich dazu sagen. Deswegen, falls es hier Interessenkonflikte geben soll, aber auch rein charttechnisch gesehen, sieht es gut aus. Wir sind über den gleitenden Durchschnitten. Wenn wir uns darüber halten können, wäre das gut. Dann wäre das Ziel quasi die 200-Tage-Linie. Die ist bei $35 ungefähr. Und ja, das ist auf jeden Fall ein signifikanter Widerstand. Wenn wir den brechen sollten, dann ist der Weg frei für 70. Und das wäre dann quasi eine Verdoppler. So, dann schauen wir noch auf andere Aktien. Ceres Power, muss mich entschuldigen, wenn ich hier ab und zu mal huste. Ich war vor 2 Wochen ein bisschen noch erkältet oder war länger erkältet. Kein Corona, keine Sorge. Aber hier zurück zum Chart. Wir sehen hier Ceres Power auch bullisch. Und zwar hatten wir hier diese Konsolidierungsphase, eine bullische Flagge. Wenn man es im Big Picture betrachtet, da werden wir gleich noch einen Blick drauf werfen. Im Wochenchart, weil es ein bisschen besser aussieht. Das ist eine ganz, ganz typische Konsolidierungsphase und wir sind jetzt auch wieder im Wochenchart über den gleitenden Durchschnitten, halten diese jetzt, hoffe ich auch morgen noch, am Freitag, wenn wir dann noch ein bisschen mit einem Plus am Ende schließen, dann haben wir hier einen Doji, einen bullischen grünen und das würde doch bedeuten, dass wir dann wieder in Richtung letzte Hochs, 18 Euro laufen dürften, im Oktober. Das ist so mein Ziel für Ceres Power. Nikola wäre es quasi in meiner Watchlist das nächste, aber das lasse ich mal weg, weil ich glaube, die Kiste ist durch. Da sollte man sich nicht mehr so viel drauf fokussieren. Ja, Nähe könnte man jetzt auf den ersten Blick meinen, ist ja auch eine buddhistische Flagge. Aber wenn man es im Big Picture betrachtet, sieht es doch eher nicht so gut aus. Zum einen haben wir hier für eine sehr, sehr bullische Konstellation, haben wir hier den 50-Wochen-Gleitenden-Durchschnitt nicht gehalten, so wie bei Ceres Power hier, mehr oder weniger. Ein kurzes drunter dippen ist okay, wenn man gleich wieder drüber hinauskriecht, sage ich mal. Und wenn man sich hier mal in Nähe anschaut, da sind wir doch eher hier, da haben wir quasi die
Bestätigung gekriegt, dass das hier keine Konsolidierungsphase ist. Sonst wären wir hier nämlich schon wieder ausgebrochen. Ich kann das mal einzeichnen. Wir hätten hier die Konsolidierung gehabt und wären dann hier ausgebrochen. Und eben hier dieser Bruch unter die 50 Wochen gleitende Durchschnittslinie, dann der Test, der nicht bestanden wurde und dann quasi bestätigt, dass wir hier im Abwärtstrend sind und die Aktie wieder weiter nach unten schickt. Das ist eigentlich ein bärisches Zeichen und deswegen würde ich auch sagen, Neil Arthur wird profitieren, wenn der Markt wieder profitiert, aber es ist ein Underperformer, eben weil es nicht so bullisch ist wie die anderen, quasi ein Schritt zurück ist und noch viel aufholen muss, um aufzuschließen auf die anderen Aktien. Wir sind jetzt hier am 200-Wochen-Kleinen-Durchschnitt. Ich denke, hier werden wir auch unseren Boden finden. Spekulative Anleger können natürlich hier mal eine Position etablieren. Stop ist ganz klar hier unter 11, also 11 Euro. Keine Finanzberatung natürlich, aber das ist so, wenn man hier unbedingt mal in der Nähe ein bisschen was zocken möchte, kann man das so machen. So, McFly habe ich auch schon lange nicht mehr reingeschaut. Quasi die französische Nähe sieht auch nicht so prickelnd aus, ähnliche Situation wie bei Neil mit diesen Elektrolyseuren. Ich bin ehrlich gesagt auch persönlich nicht so sehr davon überzeugt. Es sind kleine Firmen, die Technologie, ich weiß nicht, ob sie so outstanding ist, also einzigartig ist, als dass die großen Player hier wie Air Liquide da nicht mithalten könnte. Air Liquide, wunderbarer Aufwärtstrend, oder auch Linde, die schon seit Jahrzehnten im Gasgeschäft sind. Hier nicht den kleinen Firmen wie McPhy und Neil hier den Rang ablaufen. Auch was Tankstellentechnologie angeht, die haben einfach mehr Erfahrung im Umgang mit Industriegasen und auch mit Wasserstoff. Deswegen bin ich da ehrlich gesagt nicht so davon überzeugt. Ich bin eher auf der Seite hier von den Brennstoffzellenfirmen Ceres, Plug, Power, PowerCell auch, Ballard Power. Genau, deswegen hier so mein Standpunkt. McFly ähnlich hier, Big Picture zu stark nach oben geschossen. Normale Konsolidierung. Und jetzt erwarte ich, ehrlich gesagt, hier eher so eine Seitwärtsphase zwischen dem 50er und der 200-Wochen-gleitenden Durchschnittslinie. Ja, in diesem Rahmen ungefähr. Und mal hier. Quasi so eine Seitwärtsbewegung. Und ITM Power war vor kurzem mal in Schlagzeilen, weil die Quartalsergebnisse und der Verlust also ja, die Quartalsergebnisse waren schlechter, weil der Verlust größer war. Nichtsdestotrotz sieht es charttechnisch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wenn wir hier den Tageschart anschauen, hier waren die Quartalsergebnisse, hat sich doch eigentlich relativ schnell wieder gefangen. Interessant wird es auf jeden Fall jetzt, ob wir in den nächsten Tagen wieder in Richtung 5,50 € kommen und dann 6 Euro. Dann sehe ich da durchaus Potenzial, dass wir hier nach oben steigen in Richtung 8,50 €. Und wenn man sich das hier so ein bisschen einzeichnen möchte in TradingView, könnt ihr das nach dem Prinzip hier machen. Man kann sich hier quasi denken, dass es hier ein aufsteigendes Dreieck ist. Und diese aufsteigenden Dreiecke sind ja prinzipiell eher bullisch. Und dementsprechend dürften wir hier nochmal den oberen Trendbereich testen, den oberen Widerstand bei Richtung 6 Dollar. Das würde ich quasi als nächstes Ziel annehmen. Wenn wir unter der 200-Tage-Linie bleiben würden, quasi hier, dann wäre das eher bärisch, wenn wir hier in Unterlinie kriechen. Wenn es dann zum Ausbruch kommt, dann ist es ein schlechtes Zeichen. Wenn es sich hier halten sollte und der Raum zwischen 200-Tage-Linie und dieser unteren Trendlinie enger wird, dann ist es ein gutes Zeichen tendenziell, beziehungsweise man muss immer noch vorsichtig bleiben, weil das dann quasi mehr oder weniger eine 50-50-Chance ist. Es kann hier nach oben oder nach unten ausbrechen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. So, aber insgesamt ITM Power auch auf der positiven Chartseite, nicht so wie Neil, McFly und geschweige denn Nikola. Nikola auch einzig nur eine Zockaktie. Hexagon Composites. Ja, der Chart sieht eigentlich auch nicht sehr prickelnd aus. Muss ich eigentlich gar nicht viel darüber verlieren. Ihr seht es selbst, Abwärtstrend ist vollkommen intakt und dürfte auch noch weitergehen.
Genau, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video ein paar Informationen geben können und hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben für das Video und klickt auf die Abonnieren auf Buttons und die Glocke. Das würde mich sehr freuen und ja, checkt doch noch unsere Beschreibung aus. Da findet ihr ein paar Links, gerade zu TrainingView und unserem Partner XTB. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Freitag, letzten Handelstag und ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.